Hallo ihr Lieben, heute wollte ich mal ein Video über das Element Wasser drehen. Wasser ist ein fließendes Element. Man kann es zwar einfangen, aber dennoch fließt durch das alles hindurch. Es durchdringt die Erde, es kann Feuer löschen, es kann durch die Verbindung mit dem Element Luft gefrieren, also seine Form verändern, und ebenso verändert es seine Form, indem es durch das Element Feuer verdampft. Also Wasser ist ein sehr wandelbares Element. Es verändert auch seine Form, indem es dann zu Regen geformt wieder zur Erde kommt. Von daher stellt Wasser den ewigen Kreislauf des Lebens dar, wird auch in Verbindung mit der Erde als Geburts- bzw. Fruchtbarkeitselement gesehen. Es wird als weiblich assoziiert. Und Wasser ist ein Element, das reinigt, also purifiziert. Wer mit Wasser etwas reinigt, beziehungsweise mit dem Element Wasser arbeitet, der kann Störungen beseitigen, der kann heilige Objekte reinigen, der kann Objekte durch Wasser weihen, man kann sich selbst durch Wasser weihen, und Wasser wird eben als Geburtselement der Götter gesehen. Wasser und Erde zusammen ergeben den fruchtbaren Schoß. Das Element Wasser ist ein nicht gerade greifbares Element. Es wird mit Gefühlen assoziiert, mit Visionen. Es gibt auch die Visionssuche durch Wasser. Es wird assoziiert mit den Kräften der Unterwelt. Unterirdische Höhlen, die mit Wasser gefüllt sind, gelten als Erdenschoß, als Göttinnenschoß. Wasser wird auch assoziiert mit dem Tod, mit der Richtung des Westens. Eine Schale mit Wasser gefüllt gehört auf den heidnischen Altar, meistens noch vermengt mit Salz, um eben Wasser und Erde, also die Fruchtbarkeit, den fruchtbaren Schoß darzustellen. Wer mit Wasser arbeitet, sollte sich darüber gewiss sein, dass Wasser nicht sehr gut lenkbar ist, nicht sehr gut zuverlässig. Es ist eher ein Element der Reinigung als ein Element des Vorankommens. In Verbindung mit Wasser und Erde kann man Dinge zum Erblühen bringen. Man kann Projekte ein wenig vorantreiben, indem sie etwas früher zu einem Ergebnis führen, aber in der Regel kann man durch das Element Wasser alleine keine Magie bewirken, die eben Projekte zustande bringt. Wasser ist wirklich eher ein Element der Reinigung, der Meditation, der Kraftsammlung, der Entspannung.